Vier Spiele, vier Siege, perfekter Start für Hertha 2, so gut wie übrigens noch nie zuvor in der Regionalliga Nordost. Am 5. Spieltag ist der ZFC Meuselwitz zu Gast beim Team von Trainer Stefan Schmidt. Für den ist die Tabelle nach eigener Aussage komplett uninteressant, es gehe um die Entwicklung der Spieler. Wobei einige da schon ganz schön was vorzuweisen haben. 5 Kicker haben gestern noch im Zweitligakader gestanden bzw. sogar gespielt. Meuselwitz, die Gäste in Rot, davon unbeeindruckt. Trübenbach ist wach, gibt den ersten Warnschuss in Richtung Hertha-Tor ab. Auch die Berliner meldeten sich an, Viertelstunde rum. 1-2 Mal schon in Tornähe gewesen, jetzt geht es über Nader El-Jindawi. Wirbelt sich vorbei an Fabian Reitl. Scherhand in der Mitte. 1-0 Hertha. Auch er gestern gegen Greuther Fürth im Einsatz. Eine knappe Viertelstunde durfte er ran. In der Regionalliga ist Scherhand bereits zum 4. Mal erfolgreich, bewegt sich in den Rückraum. Gute Bewegung. Und ZFC-Torhüter Sedlak stinksauer nach dem Gegentreffer. Sie waren doch eigentlich so gut im Spiel. Mitte der ersten Hälfte, der Offensivfußball, den Meuselwitz unter Trainer Leopold spielt, mitunter auch heute sichtbar. Dominik Bock drin im Strafraum. Der erste wird abgeblockt, der zweite kommt durch. Fischer hat die Großchance aufs 1:1. Vorher stark herausgearbeitet von Dominik Bock gegen Lok Leipzig beim Heimsieg mit Traumtor per Direktfreistoß. In dieser Situation gibt es kein Tor, weil Eitschberger auf der Linie klären kann. Wieder auf die andere Seite, Hertha über Elias Strassner, 18 Jahre jung. Sedlak ist da. Strassner in der letzten Saison zum ersten Mal Regionalliga-Luft geschnuppert, sein Debüt in der Regionalliga im Übrigen gegen Meuselwitz, den heutigen Gegner, gefeiert. Und der kommt über Andi Trübenbach weiter auf Can Saka. Aus der zweiten Reihe, Trübenbach setzt nochmal nach. Aber die Flanke ist leichte Beute für Robert Quasigroch. Saka seinerseits mit Hertha-Vergangenheit, 3 Jahre in der Jugend verbracht. Letzte Saison mit TuS Maccabi den Berliner Landespokal gewonnen. Und Meuselwitz war richtig gut im Spiel. Reitl auf Fischer. Und in der Mitte Florian Hansch. Ausgleich 1:1. Und der war verdient. Drittes Saisontor für Florian Hansch. Luis Fischer mit guter Vorarbeit hat den Blick oben. Guckt, wer steht da bereit? Und Hansch steht bereit. Ist einfach eher am Ball als Pascal Clemens, der Ausgleich für Meuselwitz. Noch nicht Schluss in dieser munteren ersten Hälfte. Freistoß El-Jindawi. Scherhand hat Platz. Aber sie hauen sich rein, die Meuselwitzer. Am Ende stellt Fabian Reitl das Bein entscheidend dazwischen. 1:1. Und eine Frage gab es noch zu klären vor dem Seitenwechsel. Handelfmeter ja oder nein in dieser Szene? Kopfball von Leon Schmökel. Und die Meuselwitzer hätten gerne den Pfiff, aber Eitschberger, der mit dem Rücken zum Ball hochsteigt, den Arm auch noch leicht wegzieht aus kurzer Distanz. Entscheidung korrekt. Pause in Berlin 1:1. Mit einem Punkt könnte Georg Martin Leopold sicherlich ganz gut leben beim bislang verlustfreien Tabellenführer. Aber es waren ja noch 45 Minuten, die insgesamt weniger zu bieten haben als der erste Durchgang. Scherhand nach schon einer Stunde im Zentrum. Nils Miatke wirft sich rein. Grätsch dazwischen verhindert Scherhands zweiten Treffer an diesem Sonntag. Der ZFC jetzt eher in der Defensive gefragt, stand aber gut. Und einzelne Akzente gingen auch nach vorn. Trübenbach dreht nochmal ab. Dann der Abschluss aus der zweiten Reihe. Starker Ball aufs Tor. Aber Robert Quasigroch ist mit den Fingerspitzen am Ball. Tolle Parade. Lenkt den Ball um den Pfosten. Der hätte genau gepasst. Hertha mit vielen Aktionen am gegnerischen Strafraum. Aber es kamen zu wenig Bälle durch. Der eingewechselte Ruven Wertmüller in die Arme von Lukas Sedlak. Und wie in der ersten Hälfte endete das Spiel mit einem kleinen Aufreger und der Frage, Strafstoß ja oder nein? Wertmüller war da wieder unterwegs, Bock ist hinten an ihm dran, aber auch das ist zu wenig. Richtig entschieden von Schiedsrichter Jens Klemm, eine gerechte Punkteteilung am Ende, mit der beide Mannschaften gut leben können. Wir haben uns gegenseitig abgearbeitet, jetzt am Ende dieser englischen Woche, die schon für uns, für unsere junge Mannschaft anstrengend ist. Und trotzdem hat man heute auch gesehen, unsere individuelle Qualität im letzten Drittel. Wir haben es einfach nicht ins Finale heute gebracht. Ansonsten müssen wir oder können wir 2, 3 Tore mehr erzielen. Das haben wir heute nicht geschafft. Trotzdem bin ich mit dem Start mehr als zufrieden.
Ja, ich glaube, wenn man das gesamte Spiel sieht, ist das Unentschieden gerecht. Ich denke aber, wir hatten sogar in der ersten Halbzeit mehr Torchancen als Hertha 2. Wenn wir da in Führung gehen, haben wir vielleicht eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber am Ende hat Hertha 2 auch so Druck gemacht, dass wir uns in jeden Ball reinschmeißen mussten. Und von daher ist es absolut leistungsgerecht. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, haben ein unglückliches Gegentor bekommen. Also beziehungsweise das haben sie einfach mit individueller Qualität sehr gut rausgespielt. Sind aber zurückgekommen und ja, haben uns dann einige Chancen erspielt. Hätten vielleicht sogar noch ein Tor machen können, haben uns aber hinten in jeden Ball reingeknallt, haben das super verteidigt und ist ein sehr gutes Gefühl heute. Und das Gefühl, das dürfen sie auch haben. 5 Punkte aus diesem knackigen Auftaktprogramm. Meuselwitz, da kann was gehen in dieser Saison.